Servus und guten Abend, Leute. Tja, ich bin heute wieder mal ein bisschen drüber gewesen über der Spritze. Hat sich leider so ergeben, dass sind doch einige Dinge defekt. Die ist wohl doch schon länger nicht mehr benutzt worden. Einer von den Düsenstöcken lässt sich nicht aufmachen und da ist in die Tropfstoppmembran kaputt. Der sifft raus und der ist ja, scheinbar mal zu warm geworden oder was. Der ist komplett in sich verschmolzen. Und die Tropfstoppmembran funktioniert nicht mehr richtig. Das heißt, wenn du den Haupthahn zugemacht hast, dann kommt normalerweise kein Druck mehr außen an die Düsen an. Dann sind normalerweise auch diese ganzen Tropfstoppmembranen geschlossen. Es kann kein Wasser ausdringen und es tropft nichts. Und das macht eben diese eine nicht. Jetzt habe ich heute die gesamten Tropfstoppmembranen rausgenommen. Ich habe mir gestern noch ein großes 15 Liter Ultraschallreinigungsgerät bestellt. Ich hoffe, das kommt noch vor die Feiertage, weil am Dienstag ist ja TÜV. Wird mal alles jetzt ein bisschen knapp, sonst setze ich mich halt mit der Zahnbürste noch und darf alles mit einer alten Zahnbürste putzen. Naja, Ölstand habe ich heute geprüft an der Spritze, der hat soweit gepasst. Ja, ich habe jetzt wie gesagt alle Klammern runter gemacht. Ich habe jetzt noch eine Bestellung gemacht gehabt über Granit. Wir haben ja da einen Account. Wir können ja da bestellen. Bei Granit Parts. Und ich habe da gerade eine Bestellung zusammengefasst. Die habe ich per Nachtexpress bestellt. Die sollte theoretisch morgen kommen. Ich habe mir bestellt in dieser Bestellung einen Satz Klingen, Mähklingen für mein Klaas WM24. Ich meine, die Saison, die ist zwar noch nicht, hat zwar noch nicht begonnen, es dauert noch ein bisschen, aber was man hat, hat man. Sind immer 25 Stück drin, die kosten 5,46 €, also naja, da hat man ein paar noch liegen auf Reserve. Ich habe mal eine V2A-Klammer bestellt, die die Düsenstöcke quasi am Spritzgestänge hält. Ich habe mir bestellt so U-förmig gebogene Stecker, die die ganzen Schlauchleitungen unten festklemmen, weil die sind auch alle ziemlich gebrochen. Könnte man ja mal austauschen. Ja, Dichtung habe ich mir bestellt fürs Saugrohr unten. Ich habe jetzt gestern zwar mal draufgeklebt, aber sicher ist sicher, ich habe auch mal lieber eine liegen, als dass sie mir dann fehlt. Ja, diesen Düsenhalter, Düsenstock habe ich mir bestellt. Das Endstück, so wie ich es hatte, gibt es wohl nicht mehr. Die gibt es jetzt mit einer Kappe außen drauf. Na gut, hat einen Vorteil, wenn du die Kappe runter machst, dann laufen die ganzen Gestänge und die ganzen Teilbreiten schöner leer. Und die Spritze ist für den Winter dann leichter festzumachen. Ja, und ein paar Gewinderinge habe ich mir mal zwei Stück vorsichtshalber in die Bestellung mit rein von diese Tropfstopp. Weil man weiß nie, wenn die ein wenig älter sind und beim Anziehen, wenn da eine bricht, dann habe ich lieber was auf Reserve liegen als nicht. Ja, mit den Düsen. Ich hoffe, mein Bekannter bringt mit jetzt dann noch vorbei. Weil zwei Stück sind definitiv gebrochen. Da ist das Kunststoff kaputt. Naja, und dann hoffe ich auch mal, dass ich das Ding gar zum Laufen kriege. Ist natürlich jetzt alles ein bisschen knapp, aber das war mir ja fast schon klar irgendwie. Wie gesagt, ich werde das Ding jetzt einmal da noch gründlich durchchecken und dann schauen wir mal weiter, dass das gar läuft. Ja, und das Video, das Gequassel, was ich jetzt mache, das wird dann höchstwahrscheinlich am Freitag kommen, am Karfreitag. Normalerweise sollte man da kein Vergnügungsvideo machen, aber naja. Ich weiß schon, Karfreitag. Ich meine, ich bin jetzt nicht so streng gläubig, aber es gehört doch irgendwie dazu. Schauen wir ganz einfach einmal. Und wie gesagt, nächste Woche dann zum Spritzen-TÜV. Ich werde euch auf alle Fälle mitnehmen. Zum Fahren mit dem Ausweich mitnehmen. Und naja, je nachdem, ob das möglich ist beim TÜV, dass ich filmen darf. Ich kann ja mal fragen beim Niklas Landtechnik. Wenn die nichts dagegen haben, dass ich filme, also unter der Voraussetzung vielleicht, dass ich keine Leute mit draufbringe, dann filme ich natürlich gerne. Wenn das nicht möglich ist, dann kann ich es nicht machen. Ich kann halt dann sagen, was gemacht worden ist, wie es funktioniert hat, aber das sehen wir. Ja, na gut, so weiter erst einmal und dann sehen wir weiter. So, mein Päckchen von Granit ist gekommen. Ich war heute Morgen um 5 Uhr, 5:45 Uhr mit dem Hund draußen, fährt der Auto rein. Ja, meine Teile für die Spritze sind gekommen. Hier liegt mein Paket. Da schauen wir jetzt mal gleich rein. Wie gesagt, das müssten jetzt Mähwerksmesser gewesen sein, paar Federstecker,
Da habe ich aber wahrscheinlich eh die falschen bestellt. Das habe ich mir schon gedacht. Ich habe keine Ersatzteilliste gehabt. Die habe ich mir mittlerweile im Internet zusammengesucht. Naja, gut, ist kein Problem. Hebt sich auf das Zeug. Kann man immer mal brauchen. Ich habe mir im Internet jetzt für diese Spritze die Anleitung gesucht und die Ersatzteilliste. Und. Na, wo ist denn das Messer? Wenn dann irgendwas anders noch gebraucht wird, ich meine, das bestelle ich dann. Übrigens mein neues Messer. Habe ich eigentlich immer täglich einstecken. So, Lieferschein. Was haben wir bestellt? Die Mähwerksklinge, Klemmfeder, Stecker, Dichtungen. Das ist die für unten. Also ich habe das jetzt zwar wieder reingemacht, aber vorsichtshalber habe ich mir mal eine mitbestellt. Dann ein Endstück. Da hat wahrscheinlich immer jemand versucht, mit dem Gasbrenner aufzutauen. Dieser eine Düsenstock, der ist komplett zusammengeschmort. Also den kann ich gerne nochmal zeigen. Also manchmal grenzt es echt an Dämlichkeit. Muss ich schon sagen. Ja, eine von diesen Klammern hat gefehlt, die habe ich mir mitbestellt. Das ist dann ein Düsenstock. Ein Endstück. Meine hat zwar diesen Poppel hier nicht gehabt, aber das ist mir egal, jetzt kommt da so einer rein. Spielt ja auch keine Rolle. Ja, das sind diese Stecker, die aber höchstwahrscheinlich nicht passen werden. Dann die Saugrohrdichtung unten. Dann habe ich hier vorsichtshalber mal noch zwei so Gewinderinge mitbestellt. Weil der eine war ein bisschen ausgeknabbelt. Sicher ist sicher. Man weiß ja nie. Und da habe ich dann noch ein Päckchen schöne Mähwerksmesser für mein Glasmähwerk. Ich meine, die Saison, die kommt ja jetzt bald. Ist ja nämlich so lange. Prima Sache. Klinge. Ja, wie schauen die Dinger aus? Sind schön eingeölt, dass sie nicht gammeln. Ja. Das sind die Mähwerksmesser. Ich kann die ja wenden, ich kann die auf links und rechts stellen. Aber wenn ich bei Granit bestelle, habe ich mir gedacht, bestelle ich einmal gleich noch so 25er Pack mit. Wie gesagt, 5,84 € oder was das jetzt gekostet hat. Das kann man schon mal machen. Ich lege mir die auf Lager. Die gehen ja deswegen nicht kaputt. Eingeölt sind sie ja. Also das macht ihnen nichts. Und wenn ich welche brauche, habe ich was daheim. Weil wenn es in der Saison ist und dann hast du die Messer nicht und rennst dann noch rum zum Landmaschinenhändler und darfst noch was organisieren, dann das ist auch nicht ganz Sinn und Zweck. Ja, den ganzen Teilehaufen, den nehme ich mir dann nochmal mit in die Maschinenhalle. Ich habe die Spritze nämlich jetzt mittlerweile abgehängt und wir haben sie gestern in die Maschinenhalle gestellt. Ich habe jetzt den Druckfilter ausgebaut. Also ich weiß nicht, wie lange der schon immer draußen war, aber der sieht aus wie Sau. Ich habe die Düsenfilter, die Düsen habe ich ja eingeweicht. Mein Ultraschallgerät habe ich mal eins bestellt mit 15 Liter Fassungsvolumen, ist leider noch nicht unterwegs. Das ist zwar, tja, sollte eigentlich kommen, aber jetzt kommen die Feiertage. Wenn es blöd läuft, kommt es erst am Dienstag. Ist natürlich jetzt doof. Aber dann ist es so. Ja, was dann? Naja, Spritze wie gesagt abgehängt. Neigestellt. Ich habe den Druckfilter rausgemacht. Ich habe den Saugfilter unten noch einmal sauber gemacht. Und das ganze Ding noch mal leer laufen lassen, weil, wie gesagt, ich muss erst einmal schauen, wo sie noch überall undicht ist, dass ich die Stellen alle dicht kriege. Also 2 Jahre mit Sicherheit nicht mehr benutzt worden. Ja, die Ablagerungen, die drin sind, ist natürlich auch nicht so toll. Das ist jetzt ein bisschen mit Arbeit verbunden, aber es kriegt man alles weg. Deswegen weiche ich ja alles gründlich ein. Ich trage ja Handschuhe dazu, weil, wie gesagt, die ist schlecht geputzt. Normalerweise, wenn die jedes Jahr gründlich sauber gemacht ist, dann kannst du die Düsen so anlangen. Aber ich sage ganz ehrlich, so wie die jetzt ausgeschaut hat, lang ich die Düsen nicht mit bloßen Händen an. Weil ich weiß nicht, was zuletzt alles gespritzt worden ist und das macht man dann doch wieder nicht. Also die
PSA, persönliche Schutzausrüstung, sollte schon vorhanden sein. Schutzbrille, sage ich ja mal, ja, kann man natürlich tragen oder einen Komplettgesichtsschutz, aber ich rühre jetzt nichts an, sondern ich mache sie jetzt bloß sauber, von daher ist das nicht ganz so wild. Aber die Handschuhe, also mit bloßen Händen da nicht drin rumhantieren, in der Suppe möchte ich jetzt ehrlich gesagt da nicht. Naja, jetzt schauen wir mal. Jetzt würde ich sagen, gehe ich erst einmal raus zu meinen Viechern und dann geht's in die Halle. Und dann gucke ich einmal, was ich heute schaffe. So, zum in der Garage. Ich habe hier meine Trümmer eingeweicht. Also, das ist der Saugfilter. Ich habe aber gerade festgestellt, bei dem Saugfilter fehlt unten die Feder, die Spannfeder. Auch nicht vorhanden. Das ist, wenn man in die Ersatzteilliste guckt, dann fällt einem erst einmal auf, was alles fehlt. Ja, hier oben habe ich das Gehäuse vom Druckfilter. Das hat heute Nacht ein wenig einweichen können. Den Druckfilter selber. Schaut schon deutlich besser aus als gestern. Der war gestern mit lauter so kleine Kristalle voll. Ja, eine ausrangierte Zahnbürste, mit der muss ich dann wohl reinigen, weil wenn die Teile, auf die ich warte, nicht kommen, also das Ultraschallgerät ist natürlich dumm. Was natürlich jetzt auch dumm ist, dass die Feder unten neu fehlt von dem Filter. Das ist nicht wirklich Sinn und Zweck, dass das so ist. Ich sage ja, da läuft ein wenig was falsch. Ja, die ganzen Bajonettverschlüsse, das sind Überwurfmuddeln mit Dichtung normalerweise, dass man die Teilbreiten herlaufen lassen kann. Also das hier drin ist jetzt kein Spritzbrühe, das Gelbe, sondern das ist Reinigungsmittel Agroclean. Ich habe da die Dose dazu. Das ist so Pulvermittel, speziell auch für Pflanzenschutzmittel zum Reinigen. Für Pflanzenschutzspritzenteile zum Reinigen. So rum. Naja. Die ganzen Düsen hier drin. Lächlerdüsen, 0,5er. 90% Abdriftminderung. IDK 120.05. Ja, ein paar Gewinderinge liegen hier mit drin. Ist eh klar, kann ich ja alles hier rein. Mal mit durchrühren. Jetzt habe ich gehofft, vielleicht finde ich die Feder. Ja, also ich habe die Düsen auch alle zerlegt hier, wie man sieht. Die Düsenfilter, die Gewinderinge, die ja Dichtscheiben. Der Bajonettverschluss, alles hier drin, in den Bart eingeweicht. Das liegt jetzt seit mittlerweile 3 Tage hier drin. Ich rühre das immer mal ein wenig auf und scheinbar, es wirkt wunderbar. Man sieht schon diese ganzen komischen Kristalle, die sich da dran abgesetzt haben, die verschwinden langsam. Ich meine, die Brühe, die ich hier dann habe, die kann ich natürlich auch aufs Feld kippen, weil da sind auch Pflanzenschutzmittel drin. Weil die kann ich natürlich dann nicht einfach in den Ausguss kippen. Das hat man schließlich gelernt. Naja. Ich denke, der wird schon wieder sauber. Ja. Mal kräftig durchgerührt. Ja, und im nächsten Schritt würde ich sagen, gehen wir dann nochmal in die Maschinenhalle. Und dann baue ich eventuell den einen Düsenstock an. So, sind wir unten in der Maschinenhalle. Um das mal zu zeigen, die Spritze habe ich ja wie gesagt hier reingestellt. Ich habe meine Mähwerksmesse jetzt schon dorthin gelegt, die brauche ich ja aktuell noch nicht. Das hat noch ein bisschen Zeit. Diese Klammen, also die war bestellt war, das ist ja quasi die. Das ist V2A. Die halten die Düsenstöcke am Spritzgestänge fest. Von diesen Klammen habe ich 25 Stück. Ja, meine Stecker, die ich mir bestellt habe, sollten eigentlich hier reinhören. Aber meine sind natürlich ein bisschen kleiner wie das. War klar, das ist quasi dieser hier, den ich mir bestellt habe.
Und ich hätte aber den, ja, besser gesagt, das ist der da. Ich hätte aber den großen gebraucht. Ja, kann man nichts machen, ist passiert. Muss ich mal gucken, muss ich halt eine Nachbestellung machen. Ich habe so schon einen Warenkorb bei Granit Nei. Kann durchaus sein, dass ich noch mehr Teile brauche. Ich hoffe es natürlich nicht. Hm. Wenn, dann muss ich es heute bestellen, weil sonst ist es zu spät. Naja, zu dem Düsenstock, der da angeschmort ist. Moment, muss ich bloß gucken, wo der war. Den ich da im Kompletten tauschen muss, möchte, sollte, müsste. Ja, das ist dieses gute Stück hier. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann. Also ich gehe davon aus, den hat er mal versucht, einen mit dem Gasbrenner aufzutauen oder was, dass die eingefroren waren. Bloß da ist der ganze Düsenstock gleich mit verbrannt. So sollte das natürlich nicht, ja, und den tausche ich jetzt dann natürlich aus, weil so will ich das nicht lassen. Da kommt jetzt dann dieser neue hin, den ich mir bestellt habe. Ja, wie schauen die innen hier aus, wenn man die aufmacht? Lösen durch sind wir mit einer Sägeringzange um drauf. Gibt es bestimmt einen Anschlüssel dafür, ich habe aber leider keinen. Also die Endkabel habe ich schon abgenommen. Die ist ja quasi bloß, dass hier nichts rausläuft. Zum Reinigen ist das ganz praktisch eigentlich mit denen. Ja, ich habe das jetzt mit einer Sägeringzange einfach gelöst. Jetzt kann ich den Gewindering da rausschrauben. Das sieht dann so aus. Dann sitzt hier innen ein federbelastetes Element. Hier. So ein kleiner Feder drin. Die drückt immer nach unten und erst beim notwendigen Spritzdruck öffnet es. Das heißt quasi, wenn ich den Hauptschalter zudrehe, ist ja kein Druck mehr auf der Leitung und dann drückt dieses Feder, die Feder das Element nach unten und da sitzt dann eine Membran drin und die Membran dichtet dann ab. Moment, friemeln wir sie mal raus. So. Also das ist diese Membran, das ist einfach so eine schwarze Gummischeibe. Die wird, wie gesagt, durch diese Feder da innen nach unten gedrückt und drückt dann genau auf diesen, ja, Anschluss da innen drauf und dichtet somit zu den Düsen hin ab. Wie gesagt, das, wenn ihr den Haupthahn zumacht, durch die Teilbreiten läuft ja dann trotzdem noch ein bisschen Wasser oder es ist Wasser drin. Oder wenn ich jetzt Teilbreiten zumache, ich möchte ja zum Beispiel, wenn ich jetzt relativ nah am Randstreifen fahre und ich mache jetzt die äußerste Teilbreite zu, dann möchte ich ja nicht, dass in den Graben oder was der Geier, was da gerade ist, dass da auch was reintropft. Und genau aus diesem Zweck sind diese Tropfstoppmembranen da. Selbst wenn es bloß Tropfen sind, das will man natürlich vermeiden, so weit wie möglich. Ich meine, es wird da mit Strafen geahndet, wenn man irgendwo spritzt, wo man nicht soll. Und ich möchte mich da natürlich an geltendes Gesetz halten. Dafür habe ich Prüfung gemacht, dafür hat man es gelernt. Ja, was ist jetzt an der Spritze noch zu machen? Das werde ich heute nicht alles schaffen. Ich habe heute Spätschicht, bis ich heimkomme. Mal gucken. Ja, morgen geht es halt dann weiter. Früh, Nachmittag sind wir zum Café eingeladen. Und ja, Samstag muss ich dann auch arbeiten. Samstag muss ich schauen, dass ich sie soweit fertig bringe. Und spätestens dann Sonntag oder Montag muss ich nochmal einen Testlauf machen. Möchte ich zwar ungern an die Feiertage, aber wie gesagt, ich muss sie nochmal laufen lassen. Ich muss sehen, wo noch was undicht ist, dass ich das gar abgedichtet kriege. Ich bin auch schwer am Überlegen, ob ich nochmal schnell eine Bestellung bei Granit mache. Die kommt zwar heute nicht mehr, aber die müsste theoretisch am Samstag dann hier eintrudeln. Sind aber halt auch wieder 12,90 Euro Fracht, weil ich habe das andere mit Nachtexpress gemacht. Wenn es nicht sein muss, naja, mal gucken. Wie gesagt, die Gleichdruckarmatur oben, die ist undicht. Kann ja mal zeigen, wo das ist. Also wenn ich die Teilbreite hier geschaltet habe. Ach, das ist schon wieder alles schwergängig. Zack. Alles etwas schwergängig. Wie gesagt, das ist länger nicht mehr benutzt gewesen. Dann habe ich hier angezogen. Dann hat es hier oben durch diesen Druck oder Schub die Armatur da oben voneinander gezogen. Und dann ist hier ganz leicht Spritzflüssigkeit ausgetreten. Das ist nicht Sinn und Zweck, weil wenn ich hier mit der Hand hinlang und mir läuft Spritzflüssigkeit auf die Hand,
Ich weiß ja nicht, was ich gerade drinnen habe. Das soll man ja vermeiden, macht man ja nicht. Und auf dem Bulldog mit Händeschicht zu sitzen, das ist auch irgendwie völlig bekloppt. Da oben muss dicht sein, komme was da wolle. Von daher gibt es da nichts. Ja, ins Quantometer habe ich mich soweit auch mal eingelesen. So im Gröbsten. Ja, ich hoffe, dass ich das dann irgendwie gar blick. Oder auch nicht. Ha, das werden wir sehen. Mit meinem Spritzdruck und Milliliter pro Hektar und dem... Ich bin mir da bei dem Quantometer noch nicht 100% sicher. Aber werde ich schon gar hinkriegen. Ja. Ja, wie gesagt, hier oben habe ich auf alle Fälle einmal die Schraube angezogen. Was ich machen möchte, ist einmal die ganzen Teilbreiten einzeln schalten, dass wenn ich eine zumache, dass der Spritzdruck immer gleich bleibt. Deswegen Gleichdruckarmatur. Weil das hat natürlich keinen Sinn, wenn ich dann da eine Teilbreite schließe und ich spritze dann auf die anderen mehr raus. Das macht ja keinen Sinn und Zweck. So soll das ja nicht funktionieren, sondern ich will ja immer dieselbe Menge überall haben. Dafür ist diese Armatur eben da. Ja, was gemacht wird, immer noch die Wandtafel anschrauben. Beleuchtung, hat hier drüben mal Schraube gefehlt, habe ich auch gar ergänzt. Hier unten muss noch eine Schraube rein. Alles ausgeklappert. Da war eigentlich auch ein U-förmiges Eisen da unten dran. Nicht mehr vorhanden. Ja, also ich baue jetzt einmal den einen Düsenstock da ein. Ich habe jetzt den alten Düsenstock raus, der war gescheit reingeklemmt. Da haben wir das gute Stück, oder besser gesagt den Übeltäter. Ja, also wie gesagt, hier sieht man es noch einmal richtig zusammengeschmort. Also da war garantiert immer einer mit Gasbrenner dran, den habe ich auch nicht sauber gemacht. Also dass der ganze Bajonettverschluss noch zugeschmiert mit Erde, Dreck und weiß der Geier was. Ach, das ist mir wurscht. Das Ding fliegt jetzt in einen Restmüll. Hasta la vista. Ja, und an die Stelle von dem alten kommt dann das gute Stück hier, der neue. So, also der neue Düsenstock ist jetzt eingebaut. Ich habe jetzt die alte Klammer entfernt und habe einfach Schlauchschellen drauf gemacht. Das Ganze sieht jetzt dann so aus. Ist wieder stabil, verdreht sich nichts, rutscht nichts, wackelt nichts, klappert nichts, passt. Die Tropfstoppmembran lasse ich, wie gesagt, jetzt draußen. Die mache ich noch nicht rein. Da spüle ich es dann nochmal alles durch, dass man wirklich gar nichts mehr drin hat. Dass die blitzend lang ist. Ich meine, noch viel sauberer waren Wasser wahrscheinlich nicht, aber Schaden tut es auch nicht. Ja, und wenn das dann da erledigt ist, dann werden wir weitersehen. Also ich mache jetzt hier an dieser Stelle erst einmal Schluss. Ich denke mal, den Rest dann vom Düsen einbauen und dem, das werde ich euch dann in der Dienstagsfolge zeigen. Das mache ich heute nicht mehr, das schaffe ich nicht. Zeige ich euch in der Dienstagsfolge und ja, am Dienstag ist ja ein Spritzentüff. Den kann ich ja da nicht direkt filmen, also Livestream wäre zwar eine Möglichkeit, aber das habe ich noch nicht gemacht, so gut ist meine Internetverbindung da nicht. Ja, da wird dann am Freitag wahrscheinlich ein Video zum Spritzendüff kommen. Dann sage ich in diesem Sinne einen schönen Feiertag für euch, ein schönes Osterfest und ja, allgemein schöne Osterfeiertage. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Servus Leute!